Die Magie der Kinos ist nur eine Illusion, aber einige unglückliche Schauspieler haben allzu reale tragische Schicksale erlebt. Im Stich gelassene Liebhaber, Stalker, eifersüchtige Ehefrauen und ein paar Verbrechen, die nie aufgeklärt wurden. Zum Zeitpunkt ihres Todes am 9. August 1969 war Sharon Tate 26 Jahre alt und ein aufstrebender Hollywood-Star. Im Jahr 1967 spielte sie in 4 Filmen mit, einer davon war The Fearless Vampire Killers, bei dem ihr zukünftiger Ehemann Regisseur Roman Polanski Regie führte. Im Juli 1969 lebten Polanski und eine schwangere Tate im Haus des Plattenproduzenten Terry Melcher in Benedict Canyon. Während Polanski zu einem Filmdreh unterwegs war, teilte Tate das Haus mit 2 Freunden. Kurz nach Mitternacht des 9. August wurden sie alle sowie ein Freund, der zu Besuch war, und ein vorbeifahrender Fahrer brutal getötet. Die Opfer wurden mit einem Seil zusammengebunden und das Wort Pig war mit Tates Blut auf die Tür geschrieben. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Die Morde wurden auf Befehl des Sektenführers Charles Manson durchgeführt. Die Verbrechen, ihr berühmtestes Opfer und ihr Drahtzieher sind seitdem Gegenstand unzähliger Bücher, Artikel und Dokumentationen und inspirierten Quentin Tarantinos Film Once Upon a Time in Hollywood aus dem Jahr 2019. Phil Hartman war in den 80er und 90er Jahren eine feste Größe im Fernsehen. Als Mitglied von The Groundlings gelang Hartman der Einstieg in die Comedy und er arbeitete mit Paul Rubens an der Erschaffung von Rubens ikonischer Figur Pee-wee Herman zusammen. Hartman war 8 Jahre lang eine herausragende Figur bei Saturday Night Live und verlieh mehreren beliebten Charakteren bei The Simpsons die Stimme. Nachdem er SNL verlassen hatte, bekam Hartman sein eigenes Star-Vehicle, die Sitcom News Radio. Hinter den Kulissen war Hartman bei seinen Kollegen wegen seiner väterlichen Art beliebt, doch seine Ehe mit seiner dritten Frau, Bryn Amdahl, war problematisch. Während beide das Elternsein genossen und über 10 Jahre verheiratet blieben, wurde die Beziehung durch Amdahls Drogen- und Alkoholkonsum belastet. Hartman seinerseits war oft beruflich unterwegs und konnte sich angesichts von Konflikten emotional zurückziehen. He had mentioned to Bryn that, you know, maybe I can get you a part, and when he'd come home, say, oh, I forgot. Am 28. Mai 1998 kam es zu einem Höhepunkt, als Hartman in seinem Bett von Amdahl getötet wurde, bei der später festgestellt wurde, dass sie Alkohol und Kokain in ihrem Körper hatte. Nachdem Amdahl einer Freundin erzählt hatte, was sie getan hatte, starb sie durch Selbstmord. Der größte Durchbruch gelang Barm Crane mit Hogan's Heroes. Obwohl die Show manchmal von Kritikern kritisiert wurde, war sie beim Publikum ein Riesenerfolg und Crane wurde bei den Emmys 2-mal als bester männlicher Comedy-Hauptdarsteller nominiert. Hogan, just because you're wearing my uniform doesn't mean that you're me. Good. I was afraid this uniform might be contagious. Der Erfolg von Hogan's Heroes ermöglichte Crane einen luxuriösen Lebensstil. Er gab seinem sexuellen Verlangen nach und verließ seine Frau, mit der er 20 Jahre lang verheiratet war, für seine Co-Star Sigrid Valdez. Doch nicht lange danach setzte CBS die Produktion von Hogan's Heroes ab und Crane begann als Bühnenschauspieler auf Tournee zu arbeiten. Er nutzte regelmäßig seine Berühmtheit, um sexuelle Eroberungen zu erzielen und begann sogar seine Heldentaten im Schlafzimmer zu filmen. I mean, he loved women and he loved cameras. You put them together, there you go. Dabei wurde er vom Videoverkäufer John Henry Carpenter unterstützt, der manchmal mit Crane einen Dreier machte. Am 29. Juni 1978 wurde der 49-jährige Crane geschlagen und erdrosselt in seinem Bett aufgefunden. Sein Freund John Henry Carpenter war der Hauptverdächtige, aber trotz Indizien, die in seine Richtung deuteten, wurde kein Haftbefehl ausgestellt. Carpenter wurde schließlich 1992 verhaftet, wurde jedoch während seines Prozesses im Jahr 1994 von einer Jury aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Er starb 4 Jahre später und Cranes Mord bleibt offiziell ungelöst. Vor Charlton Heston war Ramon Navarro der Schauspieler, der mit der Rolle des Ben-Hur identifiziert wurde, dank des Stummfilm-Epos Ben-Hur – A Tale of Christ. Navarro stammt ursprünglich aus Mexiko und wurde mit großer Romantik in Verbindung gebracht. In seinem Privatleben war Navarro schwul, eine Tatsache, die er nur schwer mit seinem katholischen Glauben in Einklang bringen konnte. Obwohl er sich dem Druck des Studios widersetzte, eine Scheinehe einzugehen, um sein Image zu verbessern, zögerte er, über seine Sexualität zu sprechen, selbst mit seinen engsten Freunden. Mit dem Aufkommen des Tonvideos ging Navarros Karriere trotz seiner klassisch ausgebildeten Stimme nieder und er entwickelte eine Alkoholabhängigkeit. In seinen letzten Jahren lebte Navarro bequem, aber zurückgezogen. Er engagierte regelmäßig jüngere Männer für Sex, obwohl er als freundlicher, einsamer Mann bekannt war, der sich einfach nur mit seinem Besuch unterhielt, bevor er ohnmächtig wurde. Am 30. Oktober 1968 lud Navarro 2 dieser Männer in sein Haus ein, die Brüder Tom und Paul Ferguson. Die Fergusons waren davon überzeugt, dass Navarro irgendwo in seinem Haus einen großen Geldvorrat hatte und schlugen ihn brutal zusammen, als er wiederholt und wahrheitsgemäß das Gegenteil behauptete. Nach 22 Schlägen, einige mit einem Stock, ließen die Brüder Navarro auf seinem Bett zurück, wo er an seinem eigenen Blut erstickte.
Die Fergusons wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, aber beide wurden freigelassen und schließlich wegen Verbrechen, die nichts damit zu tun hatten, erneut inhaftiert. Rebecca Schaefer war in den 80er Jahren ein aufstrebender Star. Ihre Sitcom My Sister Sam lief nur 2 Staffeln auf CBS, machte sie aber dadurch berühmt. I'm Patty Russell, this is my sister Sam. Sie wollte das Jahrzehnt mit einem Vorsprechen für The Godfather Part 3 abschließen, aber Schaefer schaffte es nie. Am 18. Juli 1989 wurde sie von ihrem Stalker Robert John Bardo getötet, einem besessenen Fan von My Sister Sam, der auf Schaefer fixiert war. Er beauftragte einen Privatdetektiv mit der Suche nach ihrer Adresse, ging zu ihr nach Hause, führte ein kurzes Gespräch und kam dann zurück, um sie zu erschießen. Schaefer war gerade 21 Jahre alt. Der Mord an Schaefer erschütterte Hollywood. Die Screen Actors Guild setzte sich für neue Datenschutzgesetze ein und Prominente wurden sich der potenziellen Gefahr instabiler Fans bewusster. Bardo wurde 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt und verbleibt dort seit Juni 2023. Am 1. November 2006 wurde die 40-jährige Adrienne Shelley in ihrem Büro in Manhattan an einer Duschstange hängend aufgefunden. Obwohl die am Tatort gefundenen Fußabdrücke nicht von Shelley stammten, wurde ihr Tod zunächst als Selbstmord gewertet. Ihr Ehemann Andy Ostroy weigerte sich jedoch, das Urteil zu akzeptieren. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte Shelleys Karriere als Schauspielerin und Regisseurin gerade Fahrt aufgenommen und sie und Ostroy zogen eine 3-jährige Tochter groß. Ostroy hatte recht. Innerhalb einer Woche stellte sich heraus, dass Shelley von Diego Pilco, einem Bauarbeiter, der darunterliegenden Wohnung arbeitete, getötet worden war. Pilco und Shelley stritten sich über den Lärm, den er machte. Als Shelley sagte, sie würde die Polizei rufen, versuchte Pilco, sie davon zurückzuhalten. Er behauptete, er habe sie mit einem Schlag auf den Kopf getötet und die Erhängung dann inszeniert, um sein Verbrechen zu vertuschen, obwohl die Staatsanwaltschaft behauptete, Shelley habe keine Anzeichen einer Kopfverletzung gezeigt. Jahrzehnte später drehte Ostroy einen Dokumentarfilm über seine verstorbene Frau Adrienne, der ein Interview mit Pilco enthielt. Part of me died that day. Im Gespräch mit The Guardian erklärte Ostroy, der Sinn dieses Interviews bestand darin, die Wahrheit darüber herauszufinden, was an diesem Tag passiert ist, und auch Adrienne für ihn menschlich zu machen, damit er alle Momente verstand, die Adrienne verpasst hatte. Sal Mineo hatte zu Beginn seiner Karriere 2 Durchbrüche. Er trat als Kronprinz bei der ersten Aufführung von The King and I auf der Bühne auf und 1955 spielte er zusammen mit James Dean in Rebel Without a Cause. Der Film bescherte Mineo Legionen von Fans und eine Oscar-Nominierung. Als Dean auf tragische Weise jung starb, übernahm Mineo die Rolle des größten unruhigen Teenagers des Kinos. Eine weitere Oscar-Nominierung erhielt er 1960 in Exodus an der Seite von Paul Newman, aber danach fand Mineo nur noch wenig gute Rollen. Dann 1976 fand Mineo eine neue Herausforderung auf der Bühne. Er kam am 12. Februar von den Proben nach Hause, als er vor seiner Wohnung in West Hollywood angegriffen wurde. Augenzeugen berichten, ein weißer Mann mit braunen Haaren sei dem Tatort geflohen und habe Mineo mit einer tödlichen Stichwunde zurückgelassen. 2 Jahre lang kam es zu keiner Festnahme. Dann wurde der Lieferbote Lionel Ray Williams in Michigan verhaftet, weil er ungedeckte Checks ausgestellt hatte. Angeblich prahlte er damit, Mineo getötet zu haben, und seine Frau erzählte der Polizei, dass Williams in jener Februarnacht 1976 blutüberströmt gewesen sei. Aber Williams war schwarz und einige Beobachter, darunter Mineos Familie, hatten auch nach seiner Verurteilung Zweifel an seiner Schuld. Der in Irland geborene William Desmond Taylor begann als Schauspieler, wurde aber als Stummfilmregisseur berühmt. 1922 war er Präsident der Motion Picture Directors Association. Taylor wurde von den Studiobossen als Vorbild der Filmindustrie hochgehalten, zu einer Zeit, als verschiedene Gruppen Hollywood als bösartige Kraft für die amerikanische Moral betrachteten. Zu Taylors Privatleben gehörten jedoch zahlreiche Affären sowie eine Frau und Töchter, die er hinterließ. Hollywood war schockiert, als Taylor am 2. Februar 1922 tot aufgefunden wurde. Ursprünglich wurde von einem natürlichen Tod berichtet, doch als die Polizei eintraf, fanden sie den 49-jährigen Taylor mit einem Schuss in den Rücken und eine Gruppe prominente Hollywood-Stars, die sein Haus durchkämmten. Paramount Executive was burning papers in a fireplace, and there were reports that a silent screen star was rifling through his desk drawers. Taylors Mord, angeklemmt zwischen dem skandalösen Prozess gegen Roscoe Fatty Arbuckle und dem drogenbedingten Tod des Schauspielers Wallace Reid, verstärken die negativen Wahrnehmungen Hollywoods. Offiziell bleibt Taylors Mord unaufgeklärt, doch der Verdacht ruht auf Charlotte Shelby, der Mutter von Taylors Geliebter Mary Miles Minter, die angeblich gestanden hat, dass ihre Mutter Taylor getötet hat. Susan Cabots größte Erfolge als Schauspielerin waren eine Reihe von B-Movie-Western in den 50er Jahren und eine Romanze mit König Hussein von Jordanien. Doch Cabots Karriere ließ relativ schnell nach und obwohl sie sich durch Immobilien und Autorestaurierung finanziell stabilisierte, verschlechterte sich ihr Privatleben mit zunehmendem Alter.
Sie verbrachte ihre letzten Jahre als Einsiedlerin, ertrug Episoden schlechter psychischer Gesundheit und blieb eine kontrollierende und unberechenbare Kraft im Leben ihres Sohnes Timothy Scott Roman. Roman wuchs in einem oft ärmlichen häuslichen Umfeld auf und erhielt mehrere umstrittene Medikamente, teilweise um seinem Zwergwuchs entgegenzuwirken. Am 10. Dezember 1986 wurde Cabot in ihrem Haus mit einer Gewichtshebestange zu Tode geprügelt und Roman wurde des Verbrechens angeklagt. Er beteuerte zunächst seine Unschuld und behauptete, ein Einbrecher mit einer Maske habe seine Mutter getötet. Da die Beweise der Polizei jedoch etwas anders vermuten ließen, konzentrierte sich seine Verteidigung auf seine ungewöhnliche Erziehung und seine psychischen Probleme. Roman gab später zu, dass es keinen Einbrecher gab, behauptete jedoch, er könne sich nicht erinnern, Cabot getötet zu haben. Im Jahr 1989 wurde Roman wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden. Es gab einen Anflug von Skandalen in Peter Orms Leben, schon bevor er am 1. August 1983 erschlagen aufgefunden wurde. Orm wurde im heutigen Malaysia als Sohn amerikanischer und schweizischer-französischer Eltern geboren und lebte als Erwachsener in Großbritannien. Orm war ein Charakterdarsteller, der regelmäßig Bösewichte im Film und Fernsehen spielte. Außerdem hatte er in den 40er Jahren Tausende von Dollar von der Schriftstellerin Mary Renault durch einen Plan zum Bau von Einwanderungsunterkünften in Südafrika unterschlagen. Orms Flucht in sein Heimatland, um der formellen Anklage zu entgehen, wurde teilweise durch den Diebstahl von Renaults Auto erreicht. In den 80er Jahren war er gegenüber Giuseppe Peruzzi großzügiger. Peruzzi lebte in einem Park in der Nähe von Orns Haus in Knightsbridge. Zum Zeitpunkt seines Todes versorgte Orn Peruzzi mit Essen. Da Orns Haus keine Anzeichen eines gewaltsamen Zutritts aufwies, kam die Polizei zu dem Schluss, dass er seinen Mörder gekannt hatte und Peruzzi wurde zum Hauptverdächtigen. Peruzzis Leiche wurde weniger als eine Woche später in der Thames gefunden. Er starb durch Selbstmord, nachdem er Orn getötet hatte. Dominique Dunn wurde in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Ihr Vater Dominic war Produzent und Journalist und ihr Bruder Griffin war Schauspieler. Nach der Highschool folgte Dominic seinem Beispiel, begann beim Fernsehen und spielte dann eine Hauptrolle in Poltergeist. Kurz vor den Dreharbeiten zum Horrorklassiker begann Dominic eine Beziehung mit dem Koch John Thomas Sweeney. Er war unsicher, eifersüchtig und körperlich missbrauchlich. Ein Angriff hinterließ bei Dominic blaue Flecken am Hals, die bei ihrem letzten Fernsehauftritt sichtbar sind. Dominic trennte sich nach diesem Vorfall von Sweeney, doch als er am 30. Oktober 1982 bei ihr zu Hause probte, tauchte er auf und zerrte sie nach draußen und begann sie zu erwürgen, als sie ihn nicht zurücknehmen wollte. Mitschauspieler David Packer, der mit Dominic geprobt hatte, blieb drin und rief die Polizei. Als er nach draußen ging, hatte Sweeney Dominic bereits 5 Minuten lang gewürgt. Sie fiel ins Koma und starb 5 Tage später. Sweeney wurde wegen vorsätzlicher Tötung mit einer Höchststrafe von 6 Jahren verurteilt, wurde jedoch in weniger als 3 Monaten freigelassen. Dominics empörte Familie organisierte eine negative Publicity-Kampagne, damit er seinen Job als Koch verliert und schließlich ihn aus Hollywood zu vertreiben.